In diesem Video reden wir nochmal über die Architektur Polkadots. Wir haben schon über die Relay Chain gesprochen. Die Relay Chain ist das Herzstück des Netzwerks und ermöglicht den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Parachains. Da jede Parachain eine eigene Blockchain ist, die speziell für eine bestimmte Anwendung entwickelt wurde, können sie Daten nicht direkt untereinander austauschen. Die Relay Chain ermöglicht jedoch die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Blockchains. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Schaffung eines dezentralen Ökosystems, in dem verschiedene Anwendungen und Protokolle miteinander interagieren können. Parachains sind Blockchains, die an die Relay Chain angeschlossen sind, aber über ihre eigenen Token oder Coins und Konsensusmechanismen verfügen. Als Beispiel: Moonbeam ist zum Beispiel eine Parachain, die ähnlich wie Ethereum funktioniert, aber an die Relay Chain angeschlossen ist und so eine super erste Anlaufstelle für Entwickler und Nutzer von Ethereum-Applikationen ist. Interlay ist eine Parachain, die es möglich macht, dass du deine Bitcoin auf sichere Weise in das Polkadot-Ökosystem transportierst und es im Decentralized Finance-Bereich einsetzt. Du kannst zum Beispiel deine Bitcoin verleihen und dafür eine Rendite erhalten. Centrifuge ist eine Parachain, die darauf fokussiert ist, dass man sich mit echten Vermögensgegenständen als Sicherheit dezentral finanzieren kann. Was bedeutet das? Also du kannst einen kleinen Teil zu einem Kredit beitragen, der an ein Unternehmen vergeben wird. Dieses Unternehmen hinterlegt echte Vermögenswerte als Sicherheit, um diesen Kredit zu erhalten, wie zum Beispiel ein Haus, eine Maschine oder Wertpapiere. Und du würdest einen Teil der Zinseinnahmen erhalten. Diese Parachains und viele andere sind spezialisiert auf ihre eigenen Anwendungsfälle und können gleichzeitig aber auch miteinander kommunizieren. Parathreads sind ähnlich wie Parachains, aber sind nicht durchgehend angebunden an die Relay Chain, sondern zahlen nur bei Bedarf mit DOT für die Nutzung der Netzwerkinfrastruktur.